Hallo zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin die Christine und heute möchte ich dir mal zeigen, wie du eine Flatlocknaht nähst. Die Flatlocknaht wird mit der Overlock genäht und sie ist dafür da, schöne Ziernähte zu zaubern. Schöne flache Ziernähte. Die Flatlocknaht wird auch Flachnaht genannt. Und sie wird, ich zeige jetzt erstmal, wie sie aussieht. Hier habe ich jetzt schon mal ein paar Beispiele gemacht. Sie kann wunderschön für Jersey eingesetzt werden oder für Fleece. Hier habe ich jetzt so einen robusten Jeansstoff genommen und ich halte das mal in die Kamera dran. Auf der einen Seite sieht man diese Ziernaht. Ich habe sie jetzt nach außen gemacht. Und auf der anderen Seite sieht man diesen Leiterstich. Das ist jetzt bei mir die Rückseite, aber je nach Geschmack kann man den Leiterstich natürlich auch auf die andere Seite nähen. Genäht wird sie einfach wie eine klassische Overlocknaht. Also ich halte den Stoff an, schneide die Kante ab und der Clou bei dieser Naht ist, dass die Fadenspannungen so verändert werden, dass man den Stoff danach auseinanderziehen kann. Dann habe ich nämlich auf einmal diesen wunderschönen Effekt und habe das auch so miteinander verbunden, dass es so flach ist und dass nichts mehr irgendwo absteht. Ne? Also ich habe das von oben flach, von unten flach und deswegen wird diese Naht auch ganz oft bei Funktionskleidung eingesetzt, wo man nicht möchte, dass nochmal irgendwo scheuernde Nähte stören. So, lange Rede, kurzer Sinn, wie diese Naht genäht wird, zeige ich dir jetzt. Für die Flatlocknaht ist jetzt das Thema Fadenspannung sehr, sehr wichtig. Bei der Bernina sind die Standardspannungen alle bei 4. So, damit würde ich jetzt die klassische Overlocknaht nähen, indem ich alles erstmal auf die Grundeinstellung setze, die Naht ausprobiere und dann je nachdem müsste ich noch mal ein bisschen justieren. Bei der Flatlocknaht wird es so gemacht, dass ich sowieso nicht mit 4 Fäden nähe, deswegen einen habe ich hier schon rausgenommen, nämlich den der rechten Nadel. Ich habe auch die rechte Nadel ausgebaut und hier ist nur noch die linke drin. Das heißt, der linke Nadelfaden ist eingefädelt, der Obergreifer ist eingefädelt und der Untergreifer ist eingefädelt. Das ist schon mal das eine. Jetzt brauche ich eine andere Fadenspannung. Damit so eine Flatlocknaht funktioniert, muss die Nadelspannung immer runtergestellt werden. Das ist jetzt aber auch von Overlock zu Overlock unterschiedlich und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Der eine Hersteller sagt, mach die Fadenspannung der Nadel komplett auf 0. Der andere sagt, regel sie runter auf 2 oder 2,5. Bei der Bernina geht sowieso nicht auf 0 runter. Hier gehen wir jetzt maximal bis 1. Das mache ich jetzt mal. Der Greiferfaden hier, beziehungsweise der Obergreiferfaden, der kann grundsätzlich ungefähr in diesem Bereich bleiben oder ein mini bisschen auch runter geregelt werden. Weil wir jetzt die Spannung des Fadens so runter geregelt haben, müssen wir die Spannung des Untergreifers raufstellen. Ich mache das hier auf 7. Dadurch, dass wir die Fadenspannung geändert haben und hier extrem runter und hier extrem rauf gedreht haben, können wir mit der Naht nämlich nachher genau das machen, was wir machen, nämlich sie auseinanderziehen. Das könnten wir mit einer normalen Overlocknaht nicht machen, aber hiermit. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das genäht wird. Je nachdem, wie ich mir den Stoff jetzt hinlege, ob der jetzt rechts auf rechts ist oder links auf links, habe ich ein unterschiedliches Ergebnis. Wenn ich den Stoff so wie jetzt links auf links lege, habe ich nachher den Flatlockstich, diesen Zierstich außen. Und das machen wir jetzt erstmal. Ich lege mir also den Stoff ganz wie immer an und nähe einfach die Nahtzugabe ab. An der Stichlänge habe ich nichts gemacht und am Differentialtransport habe ich auch nichts gemacht.
So sieht die genähte Naht dann aus von der Vorderseite. Und wenn wir das mal vergleichen mit der klassischen Overlocknaht, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von der klassischen Dreifaden-Overlocknaht, die sieht schon so ähnlich aus, aber es ist schon ein Unterschied zu erkennen, nämlich bei der Flatlocknaht hat man hier am Rand mehr Faden stehen als hier. Bei der normalen klassischen Overlocknaht legt er sich hier viel enger und schöner drum. Und wenn wir beides jetzt mal auf die Rückseite nehmen, das hier ist meine Flatlocknaht, dann sehen wir hier einen ganz entscheidenden Unterschied. Im Zickzack laufen beide, aber die klassische Naht hat hier den Stich gebildet und bei der Flatlocknaht ist das hier an die Seite gerutscht. Das heißt, der ist nicht mehr hier, sondern hier oben. Und das gibt uns dann auch die Möglichkeit, dass wir diese Naht auseinanderziehen können. Wenn ich nämlich jetzt hingehe und einfach mal herzhaft daran ziehe, dann kippt diese Naht, die wir gerade noch abstehend hatten, die kippt dann nach innen und so bekomme ich dieses ganz, ganz, ganz flache Gebilde, wo ich nirgendwo mehr eine Nahtzugabe habe. Ja, es ist auf der Rückseite flach, weil jetzt sehen wir hier den Leiterstich. Ganz, ganz flache Angelegenheit und auf der Vorderseite ist es ebenso flach. Und jetzt kann ich halt entscheiden, möchte ich außen diesen Stich haben? Wenn ich das anders haben möchte, lege ich mir den Stoff einfach rechts auf rechts. Nähe das ab. Ziehe es wieder auseinander und schon habe ich dann auf der Außenseite diesen schönen Leiterstich und auf der Innenseite die Flatlocknaht. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du weißt jetzt, wie du so eine Flatlocknaht professionell nähen kannst. Also es ist alles eine Sache der Fadenspannung. Wenn die Fadenspannung so eingestellt sind, wie ich das gezeigt habe, dann hat man die Möglichkeit, den Stoff so richtig schön auseinanderzuziehen, was sonst natürlich nicht geht, weil sonst hätten wir ja keine schönen, stabilen Nähte. Und ja, wenn noch nicht geschehen, dann solltest du den Kanal abonnieren, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. Hinterlass mir jederzeit einen Kommentar unten in der Box. Ich freue mich darüber und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch von dir. In diesem Sinne, ich wünsche dir total viel Spaß beim Nähen, beim Overlocknähen und würde mal sagen, bis demnächst.